zu sterben. Voldemort, der sich gegen ihn gewehrt hat, musste sterben. Deine Eltern haben gegen ihn gekämpft, aber niemand, den er töten wollte, hat überlebt. Niemand, nicht einer. Außer dir. Außer dir. Außer dir. Willkommen in Hogwarts! Gryffindor! Du und ich können sie lebendig machen! Gib mir den Stein! Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben in Dorchenar. Es heißt, die Kammer beherberge ein Monster. Also messen wir die Macht von Lord Voldemort mit der des berühmten Harry Potter. Stopp! Nein! Sirius Black ist aus Azkaban abgehauen, nur um dich zu holen? Sirius Black war und ist bis zum heutigen Tag der Pate von Harry Potter. Er war ihr Freund! Sirius ist unschuldig. Hogwarts wurde ausgewählt, Schauplatz einer legendären Veranstaltung des Trimagischen Turniers zu werden. Das Trimagische Turnier ist eine Begegnung dreier Schulen in einer Reihe von magischen Wettstreiten. Von jeder Schule wird nur ein Schüler ausgewählt, um anzutreten. Einmal ausgewählt, müsst ihr allein dadurch gehen. Wir glauben, dass Voldemort vorhat, seine Armee wieder aufzustellen. Er rekrutiert wieder nach allen Kräften und wir versuchen dasselbe. Gib mir die Prophezeiung. Heute Nacht hierher zu kommen war unklug, Tom. Voldemort ist auf dem Vormarsch. Sie meinen, er hat einen Horcrux angefertigt. Es ist ihm gelungen. Und ob es ihm gelungen ist? Und nicht nur einmal. Wie genau sehen die aus? Sie können alles sein. Die gewöhnlichsten Gegenstände. Ein Ring zum Beispiel. Oder ein Buch. Wenn man sie alle finden würde, wenn man jeden Horcrux zerstören könnte. Könnte man Voldemort vernichten. Ich komme nicht zurück. Ich muss zu Ende führen, was Dumbledore angefangen hat. Wahre Gedanke. Der Elferstab. Der mächtigste Zauberstab aller Zeiten. Der Stein der Auferstehung, der Umhang, der unsichtbar macht. Diese drei sind die Heiligtümer des Todes. Wir sind auf der Jagd nach Horcrux und der letzte scheint im Schloss versteckt zu sein. Es scheint mir, als gäbe es trotz ihrer erschöpfenden Verteidigungsvorkehrungen immer noch ein Sicherheitsproblem in ihrem Haus. Erzählen Sie ihm, was in jener Nacht passiert ist. Erzählen Sie, wie Sie diesem Mann in die Augen sahen, ihm, der ihn vertraut hat und ihn getötet haben. Ich halte es womöglich sogar für klug zu kämpfen. Aber es ist Irrsinn. Wir Totum Locomotum! Hogwarts ist in Gefahr! Besetzt sämtliche Zugänge, beschützt uns! Der Junge muss sterben. Ja, er muss sterben. Avada Kedavra! Dann ist
Ist es also wahr? Es lebt ein Teil von ihm in mir, oder? Hat gelebt. Er ist vor wenigen Augenblicken zerstört worden, und zwar von Voldemort höchst selbst. Du warst der Horcrux, den er nie erschaffen wollte, Harry. Ich muss wieder zurück, stimmt's? Das ist dir überlassen. Ich hab die Wahl. Harry Potter ist tot. Von heute bis in alle Zukunft werdet ihr nur einem folgen. Und das bin ich. Keiner von beiden kann leben, während der andere überlebt.